Also gerade in diesem Fall wird es keine historische Wahrheit geben im Sinne einer Realität. Historische Wahrheit ist immer nur die Summe subjektiver Wahrnehmungen, subjektiver Interpretationen und Gedanken. Man kann sie ein bisschen prüfen, indem man Daten vergleicht, indem man Angaben, Dokumente miteinander vergleicht, aber die wirkliche Wahrheit, die bleibt natürlich ein Ideal, ein Traum, etwas nicht Wirkliches. Next question, please. Wir hatten überall in Deutschland, sicher auch in Amerika und in England und überall, das Problem, dass die Polizei durch ihren militärischen, paramilitärischen Einsatz Gegner produzierte, Aggressionen produzierte. Und unsere Idee, die dann sich auch tatsächlich als richtig erwiesen hat, war, in dem Augenblick, wo die Polizei auf militärische Einsätze verzichtet, auf militärische Taktiken verzichtet, in dem Augenblick, wo die Polizei einfach mitgeht und mit den Demonstranten, die ja nun auch das Recht haben zu demonstrieren, mit den Demonstranten unmittelbar im Kontakt ist, dass das eigentlich sehr viele aggressive Demonstrationen überflüssig machen würde. Und so war es auch. Wir haben es dann wirklich geschafft, dass zumindest in München fast keine Aggressionen mehr während einer Demonstration waren. Das war in anderen Städten, wo man noch nach altem Muster arbeitete, vollkommen anders. Also da muss man zwei Dinge unterscheiden. Das eine war die Mitgliedschaft beim SDS. Da war ich als interessierter und halbwegs gebildeter Student gerne gesehen. Und ich bin dann auch sehr bald eingetreten. Es war eine wirklich interessante Studentengruppe, die aber nicht kämpferisch war. So, das zweite war, was wir heute aus der Vergangenheit als Konflikt sehen. Ein Konflikt ist eigentlich, wenn zwei Peitschenenden sich miteinander verwickeln. Und gute Kutscher setzen sich nicht hin und reden mit diesen Peitschenenden oder versuchen sie auseinanderzuknoten, sie schneiden sie einfach ab. Ich habe also damals weder einen Konflikt gesehen, noch habe ich eigentlich eine Gesellschaft auseinanderdriften sehen. Ich sah nur, dass die Polizei, egal ob in Bremen, Hamburg, Berlin oder in München, dort wo ich war, sehr ungeschickt mit den Studenten umging, dass die Polizei sehr ungeschickt mit den Demonstrationen umging und offenbar keine Möglichkeit sah, diese Ereignisse einigermaßen rational und vernünftig und effizient zu bearbeiten. So, das war der Grund, weswegen ich angefangen habe, ein Angebot für Auftraggeber der Polizei zu schreiben. Beispielsweise für den Oberbürgermeister von München, Hansi Vogel, der auch der Erste war, der dieses Angebot angenommen hat. Das war natürlich auf den Punkt gebracht,
Ich sah eigentlich kein Problem. Ich hätte ohne weiteres weiter Mitglied im SDS sein können und diese Polizeiarbeit machen. Ich sah keine